Ja, ihr mich auch. Fuck you all. Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. Omsi 2. Der Omnibus-Simulator. Tag, ihr Nasenbären. Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play. Omsi 2, der Omnibus-Simulator. Mit Facecam, wenn alles technisch geklappt hat. Diesmal versuche ich es auch hier. Ja, was seht ihr hier? Ihr seht einen neuen Bus. Oder besser gesagt, eine neue Lackierung und einen neuen Bus. Das ist ein Citaro O 0815, schlag mich tot, ich hab's vergessen. Und zwar ist der vom Alexander alias Defense 87. Vielen Dank an der Stelle. Jetzt schauen wir uns erstmal kurz an hier. Ja, hier kommt Harry. Ich bitte das nicht wörtlich zu verstehen. Und dann haben wir hier Omsi 2, der Omnibus-Simulator. Frenkel frotzelt. Ist eine schlichte Lackierung, finde ich, aber eine schöne Lackierung. Gefällt mir. Und was haben wir denn? Oh ja, da. Oh, ah! Schaut euch das mal an hier, eine Ansammlung meiner potthässlichen Thumbnails. Ich kann's halt nicht besser, ne? Aber gut, was steht da vorne noch? Willkommen beim Busfahrergott. Okay, damit hat er mich jetzt, ja? Damit hat er gewonnen. Und wir gehen mal kurz rein. Innen sieht das irgendwie aus wie die ganzen anderen Citaros. Und so gefällt er mir am besten, wenn keine Fahrgäste da sind, ne? Ich bin ja der unfreundlichste und der schlechteste Busfahrer der Welt. Das muss ich vielleicht für Leute dazu sagen, die neu dazugekommen sind. Hier sitzen wir ja gerade mal mittendrin, ne? Fühlen wir uns als Fahrgast. Ich werde das mal üben. Ey Mann, hast du den Führerschein im Lotto gewonnen, du Arschloch! Ne? So machen die das immer mit mir. Und okay. Wir machen jetzt, nachdem ich die Route, die Linie 21 durch habe, die Horrorlinie, und keine Lust mehr drauf habe, fahren wir jetzt die 22 und zwar vom Rübenkamp zum Bernauer Platz. Das versuche ich jetzt. Und zwar, indem ich erstmal den Bus anlasse. E wie Elektrik. M wie Motor. D wie Drive. Geht schon mal nicht. Muss ich wahrscheinlich gleich wieder bremsen dabei. Alles klar. Handbremse raus. 22 ist schon mal nicht verkehrt. Schauen wir mal, dass wir ein Stück gerade vorfahren können. Oder soll ich sagen, vorschleichen. Ich bin mal gespannt, ob das genauso arschlöchig mäßig ist. Wie die Linie 21. Warum fährt der so langsam? Ist das jetzt hier schon eine richtige Haltestelle oder ist das nur ein Terminus? Das sollte schon mal eine richtige Haltestelle sein. Da fahre ich jetzt erstmal ein Stück vor. Probieren wir mal die Türen. Vorne, hinten, läuft. So, dann brauchen wir die Heizung. Hier ist Fußgängerzone, oder? Nee. Ich dachte, ich kann ihn jetzt zusammen scheißen, aber das war nicht der Fall. Okay. Abisala hier, Abisala dort. Und Abisala Gebläse da, ne? So, das war soweit schon mal nicht schlecht. Dann brauchen wir einen Fahrplan. Ich hoffe, das klappt jetzt alles reibungslos. Linie 22. Warum 19 und 22? Komisch. Schauen wir mal, ne? Auf dem Rübenkamp. Das ist falsch. Ich muss in die andere. Moment. Wir wollen Endstelle Bernauer Platz haben. Anfang Rübenplatz. Rübenkamp, nicht Rübenplatz. Mensch, Rübezahl, ey. So, das ist richtig. Das ist um 9.33 Uhr. Wie viel Uhr haben wir jetzt? 9.22 Uhr. Das ist gut. Das passt. Das nehmen wir. Dann schildern wir noch schnell hier. Linie 22. Fahrtziel. Das ist immer so komisch hier. Bernauer Platz, A22. Was ist denn da der Unterschied? Hey, das sind ja zwei davon. Drei. Keine Ahnung, was da ein Unterschied ist. Ah, egal. Die wissen Bescheid. Die wollen mitfahren. Brauche ich eigentlich gar nicht nachschauen. Das scheint zu stimmen hier mit der Schilderung. So. Und dann gucken wir mal, ob die jetzt freundlicher sind bei der Linie, was war es, 21. Da haben die mich nämlich nicht begrüßt, sondern immer nur gemeckert. Also nie irgendwie guten Morgen oder sowas. Schauen wir mal, wie das jetzt ist. Ob das wieder das Schweigen der Penner ist. Ja, ihr seid auch Pisser. Fängt ja schon wieder super an. So, Menü können wir ausschalten.
Schauen wir mal. Ach nee, wir können noch offen lassen, ne? Weil kann ja sein, dass noch jemand kommt. Und wo ist mein Fahrplan? Wo ist mein Fahrplan wieder? Der ist da oben, oder? Hier ist er, okay. 9.33 Uhr ist Abfahrt. Dann können wir jetzt ein bisschen die Zeit noch vorspulen. 9.33 Uhr, dann machen wir 9.30 Uhr und die Doppel-Null. Oh, da kann's losgehen. Gleich. Keiner mehr da? Okay. Mal schauen, ob die Linie ein bisschen einfacher zu fahren ist. So. 2,9 Minuten, das ist ein bisschen früh. Also 2 Minuten vorher fahren wir los. Ne? In der Zwischenzeit gucke ich nochmal den Bus an. Hier sieht man es ein bisschen besser jetzt. Da stehe ich nicht so doof da. GTA hier links, der Kfz-Werkstatt-Simulator. Da hat er alle ersten Folgen zusammengebastelt offensichtlich. City-Bus-Simulator 2 steht auch da. ADAC, ach ist das schön. So ein eigener Bus. Vor allen Dingen der Busfahrergott, der ist nett. Aber stimmt doch! So. 2,4, da trinkt man noch einen Schluck aus der Pulle. Ehe der Harry losfährt, der schlechteste und unfreundliche Busfahrer der Welt. Busfahrer müssen ja oft ein bisschen rumstehen. Mal schauen, ob ich mir auch diesmal wieder verfahre. Aber diesmal läuft alles glatt, weil ich habe Facecam und da muss alles super laufen. So, wer jetzt noch nicht da ist, hat Pech gehabt. Harry kommt nämlich immer zu früh. Wie ein 15-Jähriger. Und jetzt fahre ich los. Nee, fahre ich nicht, weil ich mache erst die Haltestellenbremse raus. Los! Fahr zu, du Schlampe! Ich meine, lauf, du Schlampe! Mit deinen steifen Beinen! Du hast hier gar nichts zu suchen. Das ist ein Parkplatz. Genau, verpiesel dich mal hier ein bisschen. Okay, kein Gelenkbus. Das macht mir ein bisschen Hoffnung, dass ich ein bisschen besser abschneide. Ich habe natürlich wieder ein neues Profil angelegt, damit wir das Ergebnis sehen können. Ja. Da kommt einer. Ich weiß schon, was passiert ist. Kacke! Scheiße! Ach Gott, ich werd's nie lernen. Ich wollte halt dem Scheiß. Ach, der verkackte Golf ist schuld! Hm. Ich wollte ihm ja nicht reinfahren. Ach Mann. Aber das zählt wenigstens nicht als Unfall. Also 48% irgendwas. Toll, also. Naja. Die Map, die mag mich nicht. Das ist, ist so. Nächster Halt! Tillemann-Dorfer Straße! Du mit deinem fetten Arsch, willst du rein? Ah. Hinsetzen, dann wird er noch breiter! Okidoki, wir fahren geradeaus. Ja. Aber erst wenn grün ist, Herr Frenkel. So, ab jetzt wird alles gut. Wir kommen wieder auf die 100%. Ich bin mir sicher. Ja, also wie gesagt, auch hier. Ich habe jetzt meinen OMSI 2 Experten mal gebeten für die nächste Tour. Als nächstes fahre ich dann die Linie 23. Habe ich ihn gebeten, nochmal die Soundfiles zu checken, ob da was kaputt ist. Weil das kann ja nicht angehen, dass ich nicht begrüßt werde, freundlich, mit einem dreifachen Hip Hip Harald! Weil sie mich so freuen, mich zu sehen. So. Ihr könnt mir übrigens gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr von Facecam haltet allgemein. Ich möchte nicht bei allen Spielen Facecam machen, aber ich dachte mir, bei OMSI 2 bietet sich's an. Bei Happy Wheels bietet sich's an. Beim Euro Truck Simulator 2 müssen wir mal gucken, da läuft dann auch eine Testphase, wie das ankommt bei euch. Dann schauen wir mal. Ich kann nicht bei jedem Let's Play Facecam machen, das geht nicht. Nächster Halt, Büropark! So, Pfeil rechts, das habe ich gesehen. Ich kann gucken und dann kann ich rechts abbiegen. Wenn keiner kommt. Ich habe sowas von im Griff hier.
Schön wäre es, wenn ich natürlich eine Busfahrermütze hätte oder so, die ich aufsetzen könnte. Falls ihr eine Busfahrermütze habt und ihr mir die schenken wollt, in meiner Kanalinfo findet ihr die Adresse. Schön einpacken, an mich schicken und dann fahre ich immer mit Busfahrermütze. So, immer noch nächster Halt Dingsbums, habe ich ja angesagt. Büropark, das sieht schon so aus hier ein bisschen. Die Karte an sich ist ja ganz schön, wenn die Fahrgäste nicht wären. Oh, Busspur. Sehr schön. Ah, da sind noch welche, die mit mir fahren wollen. Ihr habt doch einen an der Dachlatte, ihr Doofköppe. Ja, ja, ja. Ah, der hat wieder einen Vibrator im Arsch gehabt. Habt ihr gesehen? Sehr schön. Ja, ihr mich auch. Fuck you all. Die alte hässliche Stewardess-Schachtel ganz besonders. Mann, ich habe was im Auge. Ich werde übrigens auch oft darauf angesprochen, warum ich mehr oder nur mit dem linken Auge von euch aus gesehen blinzle. Das ist... Ah. Boah, gerade so. Das kann ich auch nicht genau sagen, aber das ist wohl immer, wenn ich konzentriert gucke, auf irgendwie, wenn ich spiele, konzentriert gucke, dann... nein. Die Wahrheit ist, wer das sieht, ja, dem zwinkere ich gerade zu und mit dem möchte ich gerne den Beischlaf vollziehen. Ne? Das ist die wahre Begründung. Bekackte Fragen könnt ihr stellen, also wirklich. Ja, könnt ihr mal froh sein, dass nur eine Facecam ist und keine Sackcam, weil sonst könntet ihr sehen, dass immer mein linker Hoden zuckt, wenn ich Bus fahre. Und auch das würdet ihr bemerken. Oh, grün. Alles im Griff. Ist alles gut. Ich bin auch ganz entspannt. So, nächster Halt. Carmenstraße. Gleich um die Ecke bei Robert. Lalalala. So, können wir ein bisschen Gas geben? Du Pisser, du Pisser, du Pisser. Naja. Das war bei der Linie zuvor nämlich immer so eine Sache. Da sind die nämlich einfach immer rechts rübergezogen. Die Arschlöcher. So, ich bin ein bisschen ängstlich gerade noch beim Fahren. Du fährst ja schlimmer als Rockdogs im ETS 2 Multiplayer. Du fährst doch schlimmer als Rockdogs im ETS 2 Multiplayer. Halt die Fresse, Rockdogs, sonst komme ich hinter und da gibt's was aufs Fressbrett. Es kann gar nicht sein, dass ich schlimmer fahre als du. Asshole! Ah, toller Gag, ey. Hat mir mein OMSI 2 Experte eingebaut und der scheiß Rocktox hat da mitgemacht. Komm, fahr zu! Fahr da geradeaus! Los, fahr geradeaus! Geh weg! Die Benz-Fahrer, das sind sowieso die allerschlimmsten. Rocktox? Ich habe Knoblauch gegessen gestern. Ah, jetzt wird grün. Schlubbelibub. Alle waren vom Ort zurück. Kinder sind auf sich gestellt. Ja, ich sehe schon, das wird wieder nichts hier, aber komm, drauf gepfiffen! Ich fahre jetzt gleich gegen den nächsten Baum, damit Rocktox stirbt. Dann bin ich den los. Nächster Halt! Immer noch Carmenstraße, wem es nicht passt, aussteigen! Also quasi alle. Jetzt will ja auch keiner mehr einsteigen, oder wie? Ach komm, verpisst euch doch alle. Aha, da kommt doch jemand. Raus, ihr Arschgesichter! Fuck you all! Fuck you all! Habt ihr's bald? Naja. Ist doch mittlerweile ist mir das doch egal. Ich bin absolut tiefenentspannt. Also da jetzt gerade, glaube ich, bin ich mir irgendwo hingedotzt. Das sehe ich ja vielleicht noch ein, ne? Aber... Vorhin habe ich nur ein bisschen gebremst wieder. Das sind doch alles scheiß Luschen. Und der Rocktox ist die größte Lusche von allen.
Schreibt das bitte mal in die Kommentare. Rock Talks ist die größte Lusche von allen. Dankeschön. Nur damit er mal Bescheid weiß, der Rock Talks. Nächster Halt, Karlsplatz. Genug Bus gefahren für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.